Und jetzt haben wir die Freude, uns nochmal mit unserem Beiratsmitglied auseinandersetzen zu dürfen. Die Ines musste leider krankheitsbedingt absagen, aber wir haben Janina hier und ich freue mich sehr. Ich dachte, du musst auch erzählen. Dass du uns ein bisschen mal erzählst, was du eigentlich ich bei uns machst. Ich werde jetzt doppelt in die Mangel genommen. Ganz ich dachte, genau. Das ist so eine Frauenrunde links und rechts. Tim moderiert. Jetzt keine Chance. Nochmal, soll ich mal gerade sagen, das ist eine ganz neue Situation. Okay. Nina, du bist jetzt gefragt, nicht andersrum, es reicht. Um Gottes Willen. Nein, im Gegenteil. Wir wollen einfach nochmal mit dir darüber sprechen, was auch deine Motivation ist. Du bist so viel unterwegs, du bist auch in so vielen Dingen engagiert und was uns einfach auch nochmal interessiert, du bist ja auch als Beirätin bei uns engagiert und wir möchten dich einfach auch nochmal fragen oder bitten zu erzählen, was dich motiviert, dich für Cradle to Cradle einzusetzen? Also für mich ist Cradle to Cradle so ein bisschen eine Idee oder ein Konzept, was in Anführungszeichen relativ neu ist und was aber für mich das Schöne ist, ist, dass es ja eigentlich zurück zum Ursprung geht. Also es ist eigentlich das, wo man von Anfang an hingeht. Ich komme sehr viel von der Ökologie, also ich habe Umweltwissenschaften mit Schwerpunkt Ökologie studiert und es ist genau das, was man da eben immer lernt. Alles ist in Kreisläufen, in der Natur gibt es keinen Abfall, alles geht immer zu dem zurück. Du hast nie etwas übrig, das geht weiter in der Permakultur, was ich ja auch gemacht habe in der Landwirtschaft, wo du genau diese Kreisläufe eben auch immer hast und dadurch eine unglaublich positive Art hast, etwas zu produzieren und plötzlich merkst, Mensch, es greift alles ineinander und es ist unglaublich befriedigend. Und dass man das auch mit anderen Produkten machen kann und dass man vielleicht sogar schafft, dass man das wirklich auf die verschiedensten Lebensbereiche und auf das ganze Leben an sich hinkriegen würde, das wäre für mich tatsächlich eben auch ein paradiesischer Zustand. Und deswegen finde ich es wahnsinnig lobenswert, dass man das fördert, dass man diese Message nach außen trägt und vor allem, dass man eben diese Erfindungen, diese Produkte eben weiterträgt und dass man eben schaut, wie können wir die an den Mann bringen, wie können wir die wirklich einsetzen, wie können wir Ideen, die Leute haben und tolle Innovationen, von denen man immer irgendwo liest und dann liest man von ihnen und irgendwie 2 Jahre später sind sie weg und denkst, habe ich nicht mal irgendwas gehört über b-b-b-b-b-. Und dass man das irgendwie zusammenbringt, dass man das groß macht und mit einer NGO oder mit einem Verein eben auch eine Art Vernetzung darstellt, dass das wirklich dann auch genutzt wird, das finde ich ganz toll. Und deswegen finde ich euren Verein und eure NGO ganz toll. Außerdem wart ihr sausympathisch, das muss man ja auch mal sagen. Das war so beim ersten Kennenlernen, war es schon so, dass ich mir dachte, ach. Aber woher kam denn deine Motivation überhaupt, sozusagen dich mit diesen Themen zu beschäftigen? Du hast ja auch viel vorher im Moderationsbereich gemacht und gesagt, hast einen Schauspielhintergrund. Und wie kam das, dass du sagtest, das ist ein wichtiges Thema für mich? Das war irgendwie mein Grundinteresse. Also eigentlich, als ich klein war, wollte ich immer in die Tiermedizin beziehungsweise dann in die Verhaltensforschung von Tieren und wollte eigentlich, mein Traum war immer Jane Goodall-mäßig im Regenwald zu leben unter Menschenaffen zwischen Lianenbäumen und mit ganz vielen Tieren um mich rum. Ich habe das dann irgendwann so ein bisschen verbessert, konkretisiert in meinem Kopf und dachte, vielleicht so das halbe Jahr und die andere Hälfte dann hier und vielleicht tatsächlich in die Schauspielerei. Ich bin ehrlich gesagt, ich komme vom Radio, ich habe da eigentlich mit Kinderradio angefangen. Das war so Sendung mit der Maus mäßig, dass ich wissenschaftliche Themen, biologische Themen, ganz viele Geschichten über Tiere eben erklärt habe. Und das hat mir unglaublich Spaß gemacht und ich habe gedacht, das muss man raustragen und ich will diesen Job verbinden, dass ich jemand bin, der so viel redet und der immer da an solchen Themen Interesse hat, dass man das irgendwie kombiniert und nach draußen trägt. Und das hat mich dann in eine komplett andere Richtung gebracht und katapultiert und plötzlich war ich Moderatorin und habe eigentlich gar nicht mehr solche Themen beleuchtet, sondern bin so mehr in die Musikrichtung, dann ganz viel in die Filmrichtung, was auch alles wirklich toll war und es macht mir auch nach wie vor wahnsinnig viel Spaß, aber es ist eben immer weiter weg von diesem Grundtenor. Also ich glaube, das war so das, wo meine kindheitlichen Interessen und meine Jugend und so, es war einfach immer da. Ich war so ein Insektenspielkind. Meine Mutter sagt immer, es war ekelhaft, weil ich saß immer mit Spinnen und Kellerasseln irgendwie am Boden. Und haben die letzten Jahre dann irgendwie was verändert für dich? Also du bist einerseits Mutter geworden, aber du sagst selber, Fridays for Future hat dich irgendwie auch bewegt.
Also für mich war es tatsächlich früher manchmal oft so ein bisschen frustrierend, weil ich mich so ein bisschen alleingelassen gefühlt habe in der Thematik. Das fing schon so mit dem Studium an, wo es diese ganzen Studienfächer einfach noch nicht so gab. Ich bin dann ins Ausland gegangen. Das Thema Umweltwissenschaften war hier ein sehr technisches Thema. Das ging eher in die Chemie und in die Physik und in die technische Richtung, was so gar nicht meine Steckenpferde waren. Und deswegen habe ich das dann auch eigentlich in Amerika angefangen, weil ich das eben so toll fand, dass der Fokus dort auf der Ökologie war. Und das habe ich auch geliebt und konnte das dann irgendwie nicht fertig machen, konnte dann hier den Master nicht weitermachen, weil es das einfach noch nicht gab. Und dann war das so peu à peu, nachdem ich angefangen habe zu arbeiten, kippten immer mehr Dominosteine. Dann hatte plötzlich die Uni, wo ich meinen Bachelor gemacht habe, hatte plötzlich Umweltwissenschaften, wo ich dachte, was? Bei mir, das war noch nicht mal ansatzweise. Und so ging das dann immer weiter. Dann gab es hier den Bachelor plötzlich. Und diese Themen wurden immer größer, was ja eigentlich schön war. Aber ich habe lange das Gefühl gehabt, okay, die Themen sind da. Es sind ganz viele Ideen da, aber es geht eben nicht richtig weiter. Die Kreise, in denen man sich bewegt, finde ich, ist leider auch immer noch oft so, wenn man in diesen in diesen grünen Kreisen sich bewegt, man läuft trotzdem immer noch sehr viel denselben Menschen über den Weg, was ja schön ist, weil das irgendwie so eine Familie wird. Andererseits ist es aber auch manchmal ein bisschen frustrierend, weil man sich denkt, das gibt's doch nicht. Jetzt gibt's da so tolle Köpfe, die über Ideen nachdenken. Jetzt gibt's hier so viele Lösungsvorschläge. Jetzt gibt's tatsächlich wissenschaftliche Berichte, die das beweisen und auch irgendwie legitimieren, dass man in die Richtung weitermachen muss. Und die meisten Leute gehen trotzdem in die Richtung weiter und es sind immer dieselbe kleine Gruppe, die sich gegenseitig beglückwünscht und begrüßt und alles ist schön. Und ich finde es ganz toll, also einerseits auch ganz frustrierend, dass wir jetzt in so eine Notsituation kommen, dass die größere Masse sich damit befasst, aber dass auch der Druck in der Gesellschaft und das Interesse der Gesellschaft endlich auf dieses Thema gelenkt wird. Deswegen ist es für mich tatsächlich jetzt so die Zeit, wo ich mir denke, ja, wo war das die ganze Zeit? Jetzt muss das alles rauskommen und jetzt müssen wir alle wirklich in Gang kommen und was hinkriegen. Wir können auch ganz kurz machen. Ich habe nämlich krass überzogen. Also. Ja, genau. Du hast uns schon vorhin Minuten gestohlen. Jetzt müssen wir hier Minuten zurückholen. Nein, aber vielen Dank, dass du dabei bist und dass du dich bei uns engagierst, dass du hier uns durchleitest. Und ich glaube, es ist wichtig, wir merken ja alle, wir müssen uns gemeinsam dafür einbringen. Und es geht halt gerade nicht so, dass wir nur sagen, oh, die kleine Gruppe macht es oder die anderen machen was ganz anderes, sondern wir müssen gucken, wie kriegen wir die Leute bewegt. Und ich glaube, das ist über die letzten Tage ja schon ganz gut rausgekommen, dass doch einiges möglich ist, sich auch zusammenzubringen, wenn man es denn möchte. Ja, und dass auch große Projekte plötzlich möglich sind. Also dass es wirklich so von klein aufhängt, eben von einer Bedruckung, von mir aus, von der Speisekarte oder von einem Werbeding zu sonst was. Und das wächst zu Produkten, das wächst zu Häusern, das wächst zu ganzen politischen Konzepten. Das geht hoffentlich jetzt auch rein in die Landwirtschaft immer mehr, dass wir da einen Wandel reinkriegen. Das geht in die Energiewirtschaft. Also ich finde das ganz toll und ich danke euch, dass ihr das möglich macht. Ich danke Ihnen allen, dass Sie das möglich machen. Sie haben Ihre Ideen heute hier gebracht. Sie sind hier mit Ihrem Interesse. Sie haben viele von Ihnen diesen Kongress auch finanziell unterstützt und das finden wir natürlich noch besser sozusagen, weil es ganz wichtig ist, dass es solche Kongresse gibt, wo wir uns alle austauschen können und deswegen bedanken wir uns natürlich auch ganz herzlich erstmal bei unseren ganzen Partnern. Wir bedanken uns an allererster Stelle auch für unsere Schirmherrin. Es ist ganz toll, dass man eben politisch auch das Interesse sieht und dass die Leute herkommen und dass sie mal schauen, was wird eigentlich da gesprochen. Deswegen vielen Dank an Svenja Schulze, unsere Bundesministerin im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Danke an unseren Platin-Partner. Sie haben die drei Herren hier gerade auf der Bühne gehabt. Danke an die Huber Group. Danke. Direkt vor der Tür, wenn Sie rausgehen, ist der große Stand. Danke an unseren Gold-Partner IFCO. Danke an unsere Silberpartner C&A und Grohe. An unsere Bronzepartner Dien, Drees und Sommer und Trolltekt. An unsere institutionellen Partner Giordano Bruno Stiftung, Hans Böckler Stiftung, Kinder- und Jugendmuseum Donau-Esching.
unsere Produktpartner für das leibliche Wohl. Lebensbaum ist der lang anerkannte, aber auch vielen, vielen Dank hier an unser großartiges Catering. Danke dass, und an alle Freiwilligen, die brav immer von Keksen bis sonst was nachgeschüttet haben. Danke, dass ihr uns versorgt habt mit unserem leiblichen Wohl. An die Medienpartner, unter anderem ist das die Taz, Brand 1 oder Le Monde Diplomatique. Vielen Dank und noch viele weitere. Und an dieser Stelle möchte ich auch ganz besonders dem Filmteam danken. Ich weiß gerade gar nicht, wo sie sind. Ich glaube, da hinten. Philipp und Dennis, danke euch. Vielen Dank auch an, wie hat Sarah Wiener das vorhin so schön gesagt, vielen Dank auch an unsere Massentierhaltungsarbeitsplatzdamen. Da hinten ist ein kleines Häuschen, wo mit einem großen Fenster zwei Damen sitzen, die ganze Zeit brav übersetzen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Kindermuseum Donau-Esching, habe ich schon gesagt, für den Kinderkongress. Ich bin total gespannt. Ich habe tatsächlich noch nicht gehört. Habt ihr schon Feedback ein bisschen gekriegt? Konntet ihr schon reinschnuppern? Ja? Ja, es war toll. Die Kinder haben gemeinsam daran gearbeitet, wie man Cradle-to-Cradle implementieren kann. Und die haben Lampen selber gebastelt und welche, die man sozusagen wieder auseinandernehmen kann. Also da auch gezeigt, irgendwie am praktischen Beispiel, wie das gehen kann. Wie das funktioniert. Also vielen, vielen Dank eben auch an diesen Kinderkongress. Und ich hoffe, das ist etwas, was wir vielleicht sogar weiter ausbauen können. Ich finde es eine super Idee. Die Kinder kommen langsam in das Alter, dass wir sie dann da auch hinstecken können. Ich möchte kurz einen Aufruf noch machen. Wenn Sie Fotos gemacht haben und Sie sagen, Mensch, das war ein super Bild von dem und dem Moment oder ein kurzes Video, dann haben wir, wie Sie hier sehen, einen Hashtag, C2C, C20. Bitte, bitte postet doch, damit wir das so ein bisschen auch mit anderen teilen können, damit die Leute einen Eindruck kriegen, was hier eigentlich passiert ist. Wir versuchen, das medial abzudecken, aber können das natürlich nicht hundertprozentig tun. Insofern helft ihr uns sehr, wenn ihr auch ein bisschen Futter da in die Mühlen werft. Und zu guter Letzt vielen, vielen Dank an Nora und Tim. Ohne euch wäre alles nicht möglich, nicht nur dieser Kongress. Bitte kommt mal vor. Schlaflose Nächte, eine unglaubliche Organisation. Hallo, ihr leitet hier ein Team von fast 100 Leuten. Das muss man auch erstmal so schaffen, dass die hier alle euch beistehen. Und ihr habt das alles hingekriegt, dass jeder trotzdem noch gut gelaunt ist, dass die Leute hinter der Bühne ein Lächeln auf den Lippen haben, dass sie nicht schlecht gelaunt sind und dass sie alle eigentlich sagen, das war eine super Gelegenheit und sie würden das auch nochmal machen. Und das muss man erstmal hinkriegen, gerade wenn man sowas durchpeitscht und das auch noch mit Freiwilligen, die nicht fett die Kohle kriegen dafür, dass sie hier sind. Insofern toll, was ihr mit eurer Motivation und mit eurer Begeisterung hier ausgelöst habt. Dankeschön. Danke dir, liebe Nina, und danke Ihnen allen für den Applaus. Aber dieser Applaus gilt natürlich nicht nur uns, denn es gibt so viele Menschen, die sich hier engagieren und wir haben ja auch hier die ganze Zeit irgendwie geredet auf der Bühne, also konnten es ja gar nicht alles wir gemacht haben. Deswegen ein Riesendank an diese ehrenamtliche und hauptamtliche Projektleitung. Einen besonderen Dank an Volta-Student Anna Leis, die beiden hier die Leitung für diesen Kongress übernommen haben. Kommt bitte nach vorne. Vielen Dank. Ein Riesenapplaus. Ein Riesenapplaus. Vielen, vielen Dank euch. Vielen Dank an euer Team mit Lou Frisch, Suana Scheck und Kate Sova. Kommt bitte auch dazu. Aus unserem Events-Team, Lou, Suana und Kate, kommt nach vorne. Und aus unserer Projektleitung, die diese 100 Helfer koordiniert, als nächstes auf die Bühne. Wir haben Jonna, Felix, Cecilia, Andreas, Theresa, Katharina, Philipp, Sarah, Margareta, Hendrik, Marcel, Carla und Lorena. Unsere Projektleitung Cradle to Cradle Kongress 2020. Ein Dank an unseren Beirat, unseren Vorstand und natürlich auch an die Geschäftsstelle. Ein Dank an unseren Beirat, unseren Vorstand, an die Geschäftsstelle. Lisa Schmidt, Birgit, Isabel, Philipp, Julian,
Toni, Sophia, Jana, Benedikt und Gentry, kommt bitte dazu aus unserem Team. Aus Berlin. Kommt zu uns. Komm aus der Ökoplatte. Ein bisschen mehr vor. Aus dem C2C Lab. Und wir möchten auch auf die Bühne bitten, unsere Vorstandskollegen, Andi, Jürgen, Bärbel, bitte kommt zu uns und alle anwesenden Beiräte, kommt bitte mit zu uns auf diese Bühne hier. Und jetzt sind hier schon ganz viele Menschen, aber es gibt noch viel, viel mehr, die mitgeholfen haben. Wir haben die Ehrenamtlichen, die den Kinderkongress organisiert haben, vom Kindermuseum Donaueschingen, kommt bitte dazu. Und unsere 100 Helfer, die diesen Kongress überhaupt möglich gemacht haben, kommt bitte auf die Bühne. Herzlichen Dank. Das ist euer Applaus. Vielen herzlichen Dank für diesen 6. internationalen Cradle-to-Cradle-Kongress 2020. Danke, dass Sie unsere Gäste waren. Tragen Sie das Thema durchs Jahr und wir sehen uns zum nächsten und damit 7. internationalen Cradle-to-Cradle-Kongress im nächsten Jahr, 2021. Vielen, vielen Dank. Danke euch.